Das hat er schon gesagt, wunderbar. Also hier ist nochmal Andi Bling Bling. Es geht weiter, damit ihr erfahrt, was wirklich die Polizei so antun kann. Erstmal eine witzige Geschichte. Ich dachte, es wäre nur die Polizei auf der Reeperbahn, die völlig durchdrehen, wenn sie den Nachnamen Straußmann hören. Aber es ist eigentlich die Gesamtpolizei. Weil wenn sie meinen Namen aufrufen, dann sehen sie, oh, der hat 35 Anzeigen. Der müssten wir wahrscheinlich mit SEK ausrücken, falls er Lolli geklaut hat. Es war circa vor 14 Tagen, ich wohne eins in der Osterstraße, ich war im Restaurant essen. Und danach war ich so froh, dass es lecker geschmeckt hat, habe mich gefreut und habe einfach getanzt, wie ich immer tanze. Ich tanze hier meistens mit Lichtern, da hatte ich meine Fahrradlampe dabei und habe die Fahrradlampe etwas schneller gedreht. Halbe Stunde später kommt die Polizei mit drei Polizisten, da hat mir einer eine Anzeige erstattet, weil er sich geblendet fühlt. Da sind eure Steuergelder, viel Spaß! Alle Gäste dachten, das wäre, sag ich mal, versteckte Kamera. Ich sag nein, das ist live. Sogar die Polizei begrüßt mich auf der Reeperbahn. Guten Abend, Herr Straußmann. Könnten vielleicht einige Menschen denken, oh, der Herr gehört auch mit zur Polizei, ein Zivi. So, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich 35 Anzeigen erstatten musste. Dreimal wurden mir K.O.-Tropfen ins Glas gegeben, weil es gibt Menschen, die sind neidisch, dass ich leider einer der besten Tänzer der Welt bin. Und statt mir, sag ich mal, Anerkennung zu geben, das, was ich geleistet habe, ich habe 20 Jahre meiner Kindheit gegeben für das, was ich jetzt erreicht habe, der beste Tänzer der Welt zu sein. Und es geht nicht um das scheiß Geld, es geht nur um die Anerkennung. Und das sage ich nicht nur, weil ich eingebildet bin, das bin ich nicht, weil ich nur die Bestätigung bekomme, zum Beispiel Enjoy Radio, Klaus sagt, ich bin der beste Tänzer. Viele Menschen sagen das, weil ich einfach diese Gabe habe zu tanzen, weil ich fühle Musik. So, die erste Anzeige musste ich erstatten. Da war ich auf einer Privatfeier, große Freiheit, nennt sich Kurhotel. Die Dachterrasse wurde geschlossen gegen 15 Uhr, sind runtergegangen zur Tanzfläche. Und ich habe getanzt, wie immer. Man sieht mich immer nur tanzen, weil das meine Leidenschaft ist. Neben Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe leider schon die Erfahrung gemacht, das ist ungefähr 5 Jahre her, das war im Youth Club, das ist ein Frühclub. Da war ein Türsteher, sehr angetan auf meine Freundin, die ich natürlich nicht weggeben wollte. Und hat mir K.O.-Tropfen ins Glas gegeben und nicht gerade wenig. Ich musste zum Auto rennen, habe 1,5 Liter Wasser in einer Sekunde getrunken und danach bin ich umgekippt. Das ist pures Gift. Dann habe ich meinen 40. Geburtstag da reingefeiert. Der Tresen war leer, es war eine Barbedienung da, ein Türsteher und meine Jungs waren da. Meine Jungs! La Familia! Dann habe ich gesehen, ich habe eine Flasche Jägermeister bestellt, die ist bitter, kenne ich, aber ich kannte diesen bitteren Geschmack. Ich habe getrunken, habe gesehen, wie er die Ampulle weggesteckt hat. Ich bin über den Tresen gegangen, ich habe sehr viel Kraft, habe ihn umgehauen und danach lag ich. Weil er wollte mich weghaben, er wollte mich töten, das ist Mord! Geht gleich weiter. Also kannte ich einen bitteren Geschmack. Und ich habe einen gesehen, ich verstecke mein Glas. Ich kann euch nur den Tipp geben. Entweder habt ihr gute Freunde, die ihr vertrauen könnt, dann gebt ihnen das Glas. Sonst lasst das Glas stehen, trinkt es bitte, 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 bitte nicht weiter. Ihr könnt daran sterben. Warum? Es kam der Krankenwagen und ich hatte einen Herzstillstand. Man musste mich zurückholen. Und ich habe überlebt. Das war Streich Nummer 1. 7 Tage später nennt sich der Laden Abschusskeller, Abschusskeller Hamburger Berg, einer der schlechtesten Läden, die es überhaupt auf der Erde gibt.
Ich hatte ein Problem, ich war ein Nipper. Das bedeutet, wir haben beide ein Getränk. Ich habe dein Getränk genommen, nur genippt und wieder hingestellt. Bewusst oder unbewusst, vielleicht habe ich nicht alle Tassen im Schrank. Ich bin auf Toilette gegangen, da stand ein kurzes Glas, das war voll. Ich habe genippt, habe 30 Mal den Mund ausgewaschen und bin umgekippt. Was war die Konsequenz? Im Krankenwagen wieder herschüchtern. Man hat mich wieder zurückgeholt. Ich lebe! Beim dritten Mal, was meint ihr? Ja, natürlich, K.O.-Tropfen. Wie gehabt. Weil ich trinke sie ja gerne. Da war ich große Freiheit, habe vor PKI draußen getanzt, war vor Palm Fiction, die meisten kennen das. Da gibt es diese Metallpalmen, wo man richtig schön chillen kann. Geht gleich. Da gab es eine Bierprobe, nannte sich Beck's Lager Red Rebel. Ich habe es getrunken, auf einmal stand da einer. Und ich habe ihm ein komisches Gefühl gehabt, habe zum Türsteher gesagt, pass mal auf. In dem Moment habe ich das Bier weggekippt, weil ich Angst hatte. Ist ja klar, dass ich Angst habe, wenn ich zweimal hergestanden habe. Diese K.O.-Tropfen ist pures Gift. Der Körper macht dich kaputt. Ich bin entweder nett oder ich bin der aggressivste Mensch auf dieser Erde oder auf des Universums. Du hast deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Du kannst nur hoffen, dass du Menschen an deiner Seite hast, die dir helfen, die dir Seelenbalsam geben, so wie ihr Menschen hier seid und mir zuhört, das gibt mir Seelenbalsam. Das bereinigt meine Seele. Ich habe die Kraft, mich selber zu reinigen. Ja, dementsprechend kam ich ins Krankenhaus, Alter, nach Krankenhaus, eine Stunde kurz Flüssigkeit und dann haben wir weitergefeiert. Natürlich, geht doch ab, ne? Gift ist Gift. Also bitte, 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 lasst die Gläser nicht stehen, sondern kippt die Scheiße weg, scheiß auf die 8 Euro, 10 Euro. Passt darauf auf, dass kein Mensch irgendwas reinkippt, das geht nicht. Das Problem ist, dieser Mensch, der mir das Leben nehmen will, wo ich gesagt habe zur Polizei beim dritten Mal, ich hätte gern Polizeischutz, weil einer will mich umbringen, weil er mich hasst, weil ich einfach der beste Tänzer bin und er keine Chance mehr an die Frauen habe und ich leider nur für mich tanze. Ich bin in meiner Welt und nicht in einer anderen Welt. Hat die Polizei gesagt, ach Herr Straußmann, dreimal K.O.-Tropfen in 10 Tagen, das ist doch normal. Warum? Ich habe ja 35 Anzeigen erstatten müssen. Tut mir leid, mir wurde Leid angetan. Also, zum Schluss, denkt daran, an meine Worte. Ich kann euch nur den Tipp geben, passt auf mich auf, weil dieser Mensch tut es nicht nur mir an, er vergewaltigt Frauen. Er gibt den Tropfen, nimmt sie mit, vergewaltigt sie und ihr wisst selber, die Dunkelziffer liegt bei 98%, die Frauen, die das Schamgefühl haben, die Sache nicht anzuzeigen und sind seelisch kaputt, noch kaputter wie ich. Danke, schönen Abend.